Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Russian Fishing 4 mit mir, dem Underwaterfang. Wir sind wieder am Bernsteinsee. Der Steg hier sieht zwar sehr interessant aus, aber wir probieren mal jetzt hier an diesen vorgefertigten Plätzen. Da steht doch schon ein Stuhl, da können wir uns leider nicht raufsetzen. An diesen vorgefertigten Plätzen, ihr seht die hier auf der Karte eingezeichnet. Da sind immer so eine Art Angelstellen jetzt hier so, ne, vorbereitet. So. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der Markerroute an. Mit der 4. Mit der Markerroute. Suchen jetzt nochmal. Ich habe jetzt hier 80 Meter. Die Muschelbank müsste da irgendwo sein. Wir schmeißen die mal raus. Hier haben wir jetzt ein Blei drauf. Eine Markerpose. Eine Rolle. Hier zum Beispiel habe ich jetzt die Sputnik Titan. 15,6 Kilo haben wir direkt 780 Meter drauf. So, jetzt müssen wir hier langsam durchziehen, um zu wissen, wie der Untergrund ist. Also nicht schnell, ich habe jetzt mal Geschwindigkeit 16 gemacht. Jetzt zieht er den gleich am Grund lang. Jetzt können wir das erkunden. Hier haben wir schon die Muschelbank. So, dann lassen wir den jetzt aufsteigen. Machen wir den Bügel auf. Steigt die Pose da hinten auf. Müsste jetzt hochkommen. Genau. Jetzt können wir die Route zum Beispiel abstellen. Jetzt würden wir auch die Tiefe dabei sehen. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Tiefe. Müsste man jetzt auch sehen. Mal gerade mal aufmachen. Müsste die Tiefe auch stehen. Mal gerade nochmal. Jetzt nochmal aufmachen. Gucken, ob er der jetzt anzeigt. Normalerweise sieht man die Tiefe da auch. Wenn wir das ein bisschen spannen, dann steht die Pose da auch richtig. Wieder ein bisschen untergegangen. So, warte. Bügel öffnen und wieder hoch. Ganz leicht ein bisschen spannen, ganz leicht. Jetzt steht die Pose da. Und wie gesagt, jetzt würdet ihr auch die Tiefe sehen. Wie tief das da ist. Können wir sonst noch mal ein bisschen ranziehen. Gehen wir das besser. Gehen wir nochmal runter bis zum Grund. Jetzt lassen wir sie aufsteigen. Jetzt müsste die Tiefe eigentlich da stehen. Na, zeigt er sie an. Ja, nicht an, ne? Und zeigt dir die Tiefe. Da jetzt, 2,35 Meter. Genau. Wir müssen die halt nämlich in der Hand spannen. Genau, in der Hand spannen. Gut. Dann lassen wir die da liegen. Füttern jetzt, ja, weiß nicht, wir können eigentlich auch erst die Ruten raushauen. Hauen wir erst die Ruten, oder die packen wir auf jeden Fall weg. So, da haben wir jetzt hier die Legacy. So. Hier nehmen wir jetzt, das haben wir auf jeden Fall schon. Stein, das Wirbelblei. Hier haben wir Schlammfarbe. Das ist schon mal Quatsch. Schlammfarbe brauchen wir nicht. Wir brauchen... Ja. Habe ich für Kies nicht was gehabt hier? Für Kies hatte ich jetzt gar nichts. Doch hier 18 Kilo für Kies. Oder? 20 Kilo? Was haben wir hier für eine Schnur? 22er? Jawohl, wir haben ja aber die... Doch, das passt. Die Vorfächer sind... Ah ne, das Vorfach muss noch mal ändern. Okay, hier haben wir jetzt gerade kein anderes. Gut, nehmen wir das 18er, ja gut, 20er, 18er, passt schon. Vierer Haken, denn hier so ein dunkles Stein-Wirbelblei. Weil ich denke halt, dass Kies halt steinig und Kies ist halt für Muschel gedacht, würde ich sagen. So, dann haben wir hier Oyster, Garlic, Muschel, Helmwand, Sand. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Dann haben wir hier nämlich auch die Kaliber drauf, 407 Meter, 22 Kilo Schnur. Dass wir das jetzt treffen. Also ich hatte jetzt hier eingegeben... Mache ich mal 76 Meter. Müssen auf jeden Fall noch was trinken hier, unsere Energie hoch machen. Gucken, ob wir da ungefähr die Entfernung treffen. Gucken. Ja, passt doch perfekt. Passt doch perfekt. Genau getroffen. So, müssen wir mal die eine Geschwindigkeit einstellen hier. Wir können uns eigentlich nochmal so ein Vorfach herstellen, ne? Ich habe jetzt ein 20er Vorfach. Wir können uns gleich nochmal eins herstellen. Schauen wir mal gleich. Ich weiß gar nicht, wie habe ich eigentlich die Grafik hier eingestellt? Kann ja auch nochmal gucken. So. Gucken wir mal kurz. Vorfächer, Federvorfach. Ah ne, wir hatten ja hier. Hier habe ich eine andere Montage drauf. Mal gerade. Hier habe ich die Dark.
Aber die 18, ich habe die 20 jetzt nicht. Ne, dem können wir das auch so lassen, denn ist egal. Dann ist das egal, wenn wir dann nur einen 18er haben. Gut, dann hier haben wir Fluorocarbon, das bringt uns jetzt nichts. Wir müssen auf jeden Fall geflochtene Vorfächer nehmen bei der Montage. Dann lassen wir das so. Dann machen wir jetzt hier PVA rauf. Haben wir uns die zwei Strings in der letzten Folge vorgefertigt. Und ja, dann legen wir los hier. Meteranzahl passt. Hoffen wir mal, dass er jetzt fast genau trifft. Der sieht gut aus. Der ist getroffen. Zack. Ein bisschen nach links. So. Auf der zweiten Route haben wir jetzt hier die Kombination Snowman Rig. Das ist nämlich die Kombination, weil es hier so ein bisschen aussieht wie ein Schneemann. Unten ist halt der sinkende Boilie ein größerer und oben ist der steigende Boilie ein kleinerer. Die Montage nehmen wir jetzt mit dem Old Pile Crab and Mussels 18 Soluble als sinkenden Boilie unten und Garlic und Muschel 16 Pop-Up oben. Denn hier Muschel Dip mit rein. Da hatten wir jetzt 75 Meter, glaube ich, ne? Ich. So. Oh, da geht ein bisschen nach rechts, ist nicht so schlimm. So, haben wir jetzt erstmal hier mit dem PVA. Da sind jetzt auf jeden Fall genügend PVA-Bälle drin. So. Jetzt habe ich noch nicht die richtigen Bissanzeiger, ne? Ich habe, glaube ich, jetzt auch keine anderen gekauft, ne? Das ist natürlich blöd jetzt mit dem Gepiep, ja, das stimmt. Warte mal, wo sind denn hier die Bissanzeiger? Ich glaube, da haben wir auch keine anderen momentan. Bleie, Naturköder. Ne, da haben wir jetzt keine anderen. Gerade. Egal. So. Dann nehmen wir die nächste Route. Hier können wir jetzt größeres Vorfach rauf machen. Hier nehme ich jetzt mal. Dies habe ich jetzt hier in 18. Dies 18er. Und hier nehmen wir das 27er geflochtene. Dann passt das auch mit dem S4er Haken. Können wir die Route hier ein bisschen mehr auslassen. Was haben wir jetzt hier? Immer noch die alte Schnur drauf. Die müssen wir eigentlich auch noch austauschen. So, 75 Meter. Los geht's. Hier machen wir kein PVA drauf. Weil dreimal PVA, das wäre zu viel. Also drei, das wären ja 30 Boilies, die sich dann da auflösen. Das bringt natürlich nichts. So, und dann haben wir hier noch die Spot-Route. Könnt jetzt halt, zeigt ihr gar nicht, warte mal. Hier genau, ihr könnt jetzt halt fünf Routen, ne? Also drei Routen zum Angeln, eine Spot-Route, eine Markerroute oder hier das Wurfrohr oder das Katapult oder die Schaufel oder ja, die Schöpfkelle. Also hier auf die 4 und 5 könnt ihr auf jeden Fall keine Angelrouten rauflegen. So. Hier haben wir noch Muscheln, alles soweit drin. Haben wir auch 75 Meter. Füttern wir an. Zack. Denkt immer daran, dass eure Energie oben ist. Ganz, ganz wichtig. Die muss immer oben sein, sonst werft ihr hier zu ungenau. Gerade auf die Distanz, weil das sind jetzt 75 Meter. Das wäre sonst zu ungenau. So. Und noch mal eine hinterher. Ich dachte, hier nimmt er jetzt die ganzen Trockenmischungen. So. Die haben wir auch. Kommen wir wieder rein. Also, ich habe jetzt hier das auch neu. Es gibt jetzt hier geschlossene Futterraketen. Na, also früher waren die ja immer offen, die Futterraketen. Und das sind jetzt geschlossene Futterraketen. Die sind halt für sehr präzise Würfe. Aber das könnt ihr euch dann alles nochmal im Shop nochmal durchlesen. Ist alles mit deutscher Übersetzung mit drin. Alle Beschreibungen sind auf Deutsch. Das könnt ihr euch alles gut durchlesen. So. Jetzt haben wir erstmal genügend angefüttert. Mehr brauchen wir hier nicht. Jetzt haben wir hier insgesamt, haben wir jetzt hier, kurz gucken. 10 Portionen, haben wir 20 Portionen Futtermischung ausgeworfen und die beiden 10er PVA-Strings hier. Das sollte erstmal reichen. Ich guck mal, wann es hier losgeht. Eigentlich könnte man sich hier, es wäre cool, wenn man sich hier hinsetzen könnte. Gucken, wann das hier losgeht. Ja, bin ich gespannt.
Ansonsten würde ich auch nochmal mit ranschneiden, sobald irgendwas passiert. Kann ich mir jetzt erstmal einen Kaffee machen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt haben wir hier den ersten, glaube ich, fast bis hier. Hat gerade die ganze Zeit gepiept. Da kann man natürlich erstmal noch nicht rangehen. Wir können mal gucken, ob er jetzt schon dran ist. Aber normalerweise erstmal eigentlich nicht. So, ich guck mal gerade, ob wir hier. Ne, das ist alles soweit in Ordnung. Schauen wir mal, ob der jetzt hier dran ist. Ne, ist noch nicht dran. Hat auf jeden Fall gepiept, aber wie gesagt, ihr dürft auf jeden Fall nicht rangehen, wenn das nur piept. Das würde ich euch nicht empfehlen, sondern wirklich erst rangehen, wenn er wirklich abzieht, wenn er gehakt ist. Weil ansonsten habt ihr das, ja, habt ihr das Problem, dass er noch am vorsichtigen Rumzuppeln ist. Das wäre natürlich nicht so gut. Was kann man? Mal alles heute an. Okay. Tja, da ist er wohl wieder weg. Hat kurz gepiept. Muss man wirklich immer ein bisschen Geduld haben. Jetzt auch die Frage, ob das jetzt hier auch ein guter Hotspot ist oder der hier nicht so gut ist. Also vorhin hatte ich hier eigentlich ganz gut gefangen. Da hatte ich hier in, ja doch, die 5 Fische in, ja, in einer Viertelstunde. Ist ja okay, ne, ist jetzt. Und die hier, die Fische waren alle noch mit dem Lederkarpfen, den Zeilkarpfen, der ehemalige Spiegelkarpfen und der neue Spiegelkarpfen. Die habe ich vorhin am anderen Spot gefangen. Der andere Spot ist hier drüben auf der Seite und dann hier Richtung der Tiefe. Der lief auf jeden Fall deutlich besser. Also bisher. Gut, dann schneide ich wieder ran. So, hier haben wir jetzt nochmal einen Biss. Schauen wir mal, was das ist. Die anderen Routen waren jetzt noch ruhig. Eventuell kann es auch sein, da ich hier vorhin schon an dem Spot geangelt habe, dass ich den jetzt ein bisschen, ja, überfüttert habe. Weil ich glaube, so viel Zeit war jetzt gar nicht dazwischen. Ich glaube, ich hätte hier gar nicht mehr anfüttern dürfen. Das kann natürlich sein, dass wir den Spot jetzt ein bisschen überfüttert haben. Ich würde sagen, lass den Spot jetzt sich erstmal ein bisschen erholen. Und dann gucken wir mal, ob wir dann hier später nochmal angeln. Alles klar. So, bin jetzt hab nochmal den Spot gewechselt. Und bin jetzt nochmal an unseren Streaming-Spot gegangen. Auf Muschelbank mit Muschelköder. Habe jetzt nochmal genauso angefüttert wie eben. Kann gut sein, das war ich da vorhin schon geangelt habe an den Spot. Wo ich euch das jetzt am Anfang gezeigt habe, kann halt gut sein, dass ich da ein bisschen überfüttert hatte, weil ich da vorher schon geangelt hatte. Wäre natürlich möglich. Deswegen sind wir jetzt hier nochmal an den anderen Spot. Also Muschelbank scheint wirklich mit am besten zu laufen. Aber gerade nochmal mit Panti geredet. Er war auch gerade nochmal am Karpfenparadies. Also am alten Karpfen, also am 18er. Und ja, da sind zum Beispiel alle diese ganzen Spots, die wir die ganze Zeit beangelt haben, sind alles Muschelbänke, größtenteils. Ja, also Muschelbank scheint wirklich für Karpfen am besten zu sein. Ich will gleich nochmal Kaffee trinken. Muss nicht ausschützen lassen jetzt hier. Das ist wie gesagt jetzt hier die Kaliber. Kaliber-Route, ne? Kaliber-Rolle, glaube ich, oder? Ja, Kaliber, Siberia, Kaliber. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, mal schauen, ob wir jetzt was Schönes rausziehen. Und kein Schuppenkarpfen, bitte. Bitte kein Schuppenkarpfen. Aber ich denke mal, wenn wir dann alle selber, wenn ihr dann auch mitspielen könnt und wieder gemeinsam Spots rausfinden, Futtermischung rausfinden, die unterschiedlichen Muschelbänke ausprobiert haben, dann werden wir da bestimmt auch schon gezielter mal auf die anderen Karpfen gehen können. Ja, und jetzt nicht immer nur Schuppenkarpfen größtenteils fangen, da ist wieder ein Schuppenkarpfen. Guter zwar, aber leider ein Schuppenkarpfen. Auch wieder ein großer Schuppenkarpfen hier. Der ist schon recht groß. 10 Kilo. So, gleich nochmal auswerfen. Hier habe ich jetzt 65 Meter Clip. Richtung der Markerroute.
Ja, sorry wegen dem Gepiepe, ich muss mir unbedingt andere Bissanzeiger holen. Ich habe leider nur die gekauft gehabt. Nur den nochmal raus hier. Du bist dran, ja. Wie gesagt, da wären vielleicht die Lichtglocken am besten, dass man das nicht unbedingt gleich hört und vielleicht sieht, dass man das dann ein bisschen ruhiger hat. Das geht jetzt halt, glaube ich, die ganze Zeit so. Gehen wir hier gleich nochmal ran. Viele kleine Fische gerade. Irgendwie gerade mit S4er Haken. Die Karpfen braucht man nicht so einen großen Haken. Wie gesagt, also die neuen Karpfen gehen, glaube ich, auch nur bis S1. Was ich da gesehen habe. Gucken, ob nachher noch mal irgendwas in die Bremse geht. So unbedingt nachher die anderen Glocken kaufen da. Oder vielleicht auch nur die optischen nehmen. Das reicht ja fürs Video machen. Reichen ja die optischen. Da muss man dann nicht ständig hören, dass da was beißt. Das sieht man ja dann auch. Da geht schon der nächste ran, glaube ich, an die mittlere Route. Köder haben wir noch genug. Oh, da geht der nächste. Na, ist glaube ich schon gehakt. Er ist gehakt. War was Kleines. Na, jetzt haben wir wirklich viele kleinere Fische. Na, hier ist auf jeden Fall schon mal eine gute Frequenz. Ja, wie gesagt, also da bei dem anderen Spot war halt, glaube ich, mal ein gutes Beispiel, weil ich da im Spot nicht so lange Ruhe gegönnt habe. Oh. Kleiner Zeilkarpfen. Sieht auch schön aus. Der sieht auch schön aus. Zeilkarpfen habe ich auch ab und zu mal gefangen. Spiegelkarpfen hatte ich hier, Schuppenkarpfen und Zeilkarpfen. Schade, dass wir die Nacht jetzt hier so ein bisschen verpasst haben, weil ich bin jetzt in der Nacht von dem Spot hier bis hier hingefahren. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt die Nacht hier nicht mitnehmen konnten, weil da kommen eigentlich auch mal ganz gute Bisse in der Nacht. Also ich. Hier unten hatte ich mit Panti gerade gequatscht. Also an dem Spot hier könnt ihr auch hier in die Bucht reinschmeißen. Hier ist auch noch eine Muschelbank. Und hier war ja noch eine Muschelbank. Müsste man jetzt echt mal rausfinden, wo die ganzen Muschelbänke sind. So, den haben wir auch gleich hier. Ah, was Kleines. Ah, nochmal. Ach, ein Aaland nochmal, okay. Schauen, ob wir gleich vielleicht nochmal ein größeren Biss kriegen.
Mal gucken, ob der gleich abzieht. Jetzt dürfen wir halt noch nicht rangehen. Erst wenn er wirklich abzieht oder die Schnur durchhängt. Und dann auch immer erst gucken, ob da wirklich ein Fisch dran ist. Zwar keine starken Zuppler. Mal sehen. Gucken, ob der gleich richtig abgeht. Oh, könnte. Könnte vielleicht was Besseres sein. Die Rute auch mal ruhig in die Hand nehmen. Dann sehen wir nämlich hier, wie die Schnur sich gleich immer strafft. Und das. Ah, jetzt habe ich die Rute abgestellt. Geil. So, okay. Gerade falsche Taste gedrückt. Oh, da haben wir nochmal einen fetten Biss. Was das gleiche ist. Hier haben wir nochmal einen untermaßigen Schuppenkarpfen. Also ich hatte hier vorhin in der Stunde, zwar aber noch schlammiger Untergrund, hatte ich 250 Silber gemacht. Also das war so, war aber auch jetzt keine mega besonderen Karpfen. Oh, keine mega besonderen Karpfen dabei. Wie gesagt, das ist jetzt hier gerade die schwarze Wenga. Bitte kein Schuppi. Nee, das ist was anderes, glaube ich. Na? Ja? Doch, der liegt auf dem Rücken. Das ist doch ein Schuppi, oder? Ah, Mist. Da werden wir hier noch die anderen Muschelbänke alle mal richtig erkundet haben. Könnten wir auch Glück haben, mit den ganzen neuen Karpfen vielleicht viel häufiger zu fangen. Also ich würde euch auf jeden Fall den Tipp geben, wenn ihr jetzt anfangt hier am neuen See, erkundet den See erstmal mit der Markerroute hier und guckt mal, wo die Muschelbänke sind und probiert einfach mal aus, ob Halibut oder halt auch mal was Fruchtiges oder Muschel oder irgendwie sowas, einfach mal ein bisschen durchtesten. Tutti Frutti oder vielleicht auch mal die Tigernuss da hinknallen. Na, könnt ihr alles mal so ein bisschen testen. Und nochmal als Hinweis, also Tagara und Everest 2 reicht auf jeden Fall aus. Ne? Also selbst seht ihr ja hier, selbst diese neue hier, die 15,5 Kilo Rolle, reicht auch erstmal aus. Ne? Also ihr braucht hier jetzt kein mega starkes Equip, ne? Macht auf jeden Fall genügend Schnur drauf, nimmt eine geflochtene, ne? Und dann bastelt das alles schön zusammen. Mit den geflochtenen Vorfächern, alles passt das alles so ein bisschen an. Und lieber ein bisschen mehr Schnur nehmen. Und ja, so dass ihr die Bremse vernünftig einstellen könnt. Oh, da, oh. Ja, der ist besser. Na, auch nicht, ne? Oder? Ja. Ach doch, ein bisschen besser ist er, ne? Ein bisschen besser ist er. Könnte aber auch wieder ein Schuppi sein. Aber Bissfrequenz ist ja eigentlich ganz gut. Oh, der ist schon ganz gut. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir sogar jetzt nochmal einen Zeilkarpfen. Oder vielleicht auch Spiegelkarpfen, der jetzt ja ein neues bearbeitetes Modell hat. Ne, ist wieder ein Schuppi. Schade. Schade. Und vielleicht jetzt auf der linken Route, vielleicht haben wir da was Gutes drauf. Ah, auch was Kleineres auf der linken. Also die Zeilkarpfen so 5, 6 Kilo, ich glaube, die geben schon so 13 Silber. Also die sind schon ganz gut vom Silber.
Was auch nochmal gesagt wurde, also die alten PVAs könnt ihr auf jeden Fall weiterhin verwenden. Bloß ihr könnt sie dann halt nicht mehr so in der Form herstellen. Weil die Zutaten, das könnt ihr ja nicht mehr so zusammenmixen wie früher. Hatte ich ja in der anderen Folge schon mal erklärt. Na, was haben wir hier? Sieht aus wie untermaßiger Schuppi. Na, hier ist, glaube ich, wirklich abends am besten. Gut, ich würde sagen, sobald ich hier nochmal einen schönen Biss habe, schneide ich den nochmal ran. Und ansonsten dann, bis gleich. So, da haben wir nochmal einen Fisch. Mal gucken, was das jetzt ist. Oh, die Anrute geht auch. Gucken wir mal hier. Die Tami, die hat hier gerade Geisterkarpfen gefangen. 5,8 Kilo. Die angelt aber, glaube ich, mit ein bisschen anderen Köder. Sie hat da einen anderen Köder drauf. Muss ich auf jeden Fall dann nochmal testen, welcher Köder hier wirklich am besten geht. Man könnte ja auch mal Tigernuss und Amino probieren. Na, mal sehen. Gucken, was wir jetzt hier haben. Ah, ist wieder ein Schuppi leider. Gucken, was auf der anderen Route noch drauf ist. Der zieht jetzt auch gleich weg. Aber auch was Kleineres. Guck mal gerade, ob ich hier mal den Köder. Ich habe, glaube ich, die anderen Köder mit. Habe ich nicht auch Tigernuss gehabt? Hier ist Tutti Frutti. Sweet Corn. Aber wenn wir hier mal die Kombination tauschen. Pop-up, war das Pop-up mit Mais oder Pop-up? Ich guck mal gerade. Pop-up mit Mais, aber das ist auch wieder was anderes. Ich glaube, Tigernuss ist noch eine andere Montage. Welche Montage? Guck mal gerade, war das Chotrick? Glaube ich, oder? Oder war das? Guck mal gerade, welche Montage Tigernuss hatte. Hier ist alles mit Pop-up-Boilie. Aber irgendwo konnte man auch mit Tigernuss angeln. Mal testen. Pop-up mit Mais, das ist auch wieder das gleiche hier. Jetzt muss ich erstmal hier alles wieder neu equippen. Mal gucken. Nur den On-Biss-Anzeiger hier. Hier nehmen wir jetzt Kies. Wirbelblei. Ach, es ist wieder ein anderes Wirbelblei hier bei Shotwick. Natürlich blöd. Guck mal gerade. Pop-up-Message wieder. Was haben wir denn da für. Oh, Pop-up mit Maiskette. Nee, da müssen wir, glaube ich, wirklich beim Snowman bleiben, ne? Ich weiß halt nicht, welche. Oder ist das die. Gerade Schlaufenmontage. Ist das mit? Pop-up. Ja, das ist so leicht alles. Nee, da habe ich jetzt leider nicht das Passende mit, um das jetzt hier zu testen. Nehmen wir hier mal. Einfache Grundmontage, was wir da. Aber auch nur. Nee. Da haben wir leider kein Blei jetzt mit. Da müssen wir, glaube ich, dann wieder auf Snowman Rig umsteigen. Gerade. Denn hier auf jeden Fall Inline 90 Gramm. Der Vorfach 18. Da haben wir leider keinen 20er jetzt. Karpfenhaken. Hier. Doch, hier ist die Tigernuss. Genau. Hier haben wir die Tigernuss. Tigernuss und ich hatte irgendwo auch die, tja, die Amino-Dips habe ich auf jeden Fall irgendwo gehabt. Ich habe mir auf jeden Fall Amino gekauft, aber ich kann die jetzt leider hier nicht rauf machen. Ich könnte nur höchstens Muschel wieder rauf machen oder Tutti Frutti, Tigernuss Tutti Frutti mal probieren. Und auch mal probieren. Spicy Halibut, Spicy Salmon, Muschels, sind mal Muschels. Denn gucken wir mal. Nutzen. Gehen die anderen Routen schon wieder alle ab. Ich muss mir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zusammenkaufen. Können sonst auch gleich noch mal ein anderes. Kann man nicht auch Tigernuss drauf machen als PVA? Ne, da geht dann nur die Trocken. Ne, PVA. Da müssen wir mal gucken, ob wir die Tigernuss vielleicht mal als PVA raufknallen. Route war auch gerade schon krumm.
Aber da war, glaube ich, nichts Großes dran. Ist dran noch was Kleines? Ich glaube, ich knall hier auch nochmal einen Tigernuss rauf, ey. Ich habe zwar jetzt nicht die passenden Köder dafür. Guck mal gerade, ob ich das PVA nochmal ein bisschen umbauen kann. Und String. Ich hatte mir auf jeden Fall noch was gekauft. So. Gucken wir mal. Mischung Ring PVA, was können wir da? Was habe ich denn hier? Tutti und King, Tutti Frutti Soluble. Ja, das ist alles Tutti Frutti. Bei der Trockenmischung gucken wir mal. Habe ich hier nicht irgendwas mit Amino gekauft gehabt? Hier muss ich mal reinmachen. Maliput Pellets, Pepper. Da, Amino Pellets. Und die ganzen Pellets, ne? Könnte man ja. Pellets. Pepper Pellets, Krabben Pellets. Pellets. Aliput Cranberry, Tutti Frutti, Red Grill. Könnte man. Oysters nochmal. Hier haben wir Pepper and Mousse Pellets. Ja, ich weiß ja nicht, ob Krabbe wirklich so gut ist hier. Garlic and machen hier. Hier haben wir jetzt ja auch die Tigernuss Pellets drin. Gucken wir mal. Ab. Können wir vielleicht nochmal PVA-String mit reinmachen? Ob hier auf die Tigernuss was geht. Warte ich hier nochmal. Tigernuss, sinkender Boily, Pop-up Boily. Das ist halt wegen dem sinkenden Boily. Das ist der sinkende Boily Tigernuss. Sinkend. Ja. Brauchen wir auf jeden Fall sinkend, wenn man die Tigernuss mit drauf machen will. Und hier nochmal PVA ran. Erstmal herstellen, habe ich noch hergestellt. Ja. Ach nee, das war ja die Trockenmischung. Nee, das war die Trockenmischung. Dann müssen wir nachher nochmal anfüttern mit Trockenmischung. Aber wie gesagt, muss man jetzt halt mal ein bisschen durchtesten. Ne? Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Video, wenn wir vielleicht die Spots ein bisschen erkundet haben oder wenn wir es dann alle spielen können. Ich denke mal, so lange wird es ja nicht mehr dauern. Und ich denke mal, dann können wir das alle spielen. Oh, da kommt jetzt was auf die Tigernuss. Da kommt was auf die Tigernuss. Das warten wir noch kurz ab. Na, oh, das ist jetzt der Wind. Kommt da jetzt was auf die Tigernuss? Piepen tut er noch nicht. Könnte vielleicht. Aber kann auch der Wind jetzt sein. Hier ist bloß nochmal auf der anderen Köder. Muschel. Die andere Route ist noch ruhig, da passiert glaube ich nichts. Weil er auch gar nicht piept. Was wir hier jetzt haben.
Nehmen wir mal in die Hand. Oh. So. Ah, ausgeschlitzt, oder? Der ist ausgeschlitzt. Mist. Habe ich wohl, ja, weil wir den gerade in die Hand genommen haben. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann bis zur nächsten Folge. Euer Nobotofing. Tschüss.